Für mich gibt es im Leben zwei Leidenschaften. Das eine ist der Sport und das andere ist meine Arbeit als Tierärztin. Heute geht es aber nicht um das. Heute geht es mir um den sportlichen Aspekt. Und zwar tue ich mich auf einen Halbmarathon vorbereiten und darf darum heute zum ersten Mal einen Ausdauertest machen. Das Ziel ist, dass man von diesem Test jetzt herausfindet, in welchem Bereich dass du nachher fähig sein solltest, einen Halbmarathon zu laufen. Unsere Schweizer Spitzenläuferinnen die laufen den Halbmarathon mit über 16,5 km/h. 16,5 km/h ist wirklich schnell. Also ich glaube, bei mir wird es mehr so im Rahmen von 11 bis maximal 12 km/h sein. Parat? Mhm. Dann geht's los. Die ersten zwei, drei Stufen sind so ein bisschen okay. Und nachher ist dann halt sehr schnell, wird es wirklich, jetzt bin ich bei 12 km/h. Die Motivation war, um die nächste Stufe zu erreichen, oder? Weil es ja wirklich möglichst weit kommen und das Limit gehen. Ich habe mir wirklich vorgenommen, die Stufe eigentlich noch fertig zu machen. Und dann bin ich dann auch wirklich so, dass man ein bisschen kurz vor dem Schummrig werden war. Und dann denke ich, nein. Okay, nein. Okay. Momentan ist dein Schwellenwert noch ein bisschen mehr als 10,5 km/h. Das heisst, bei der Belastung eben über dieser Geschwindigkeit wirst du relativ schnell übermüden. Darum würde ich dir momentan noch nicht raten, so schnell zu laufen über lange Distanzen. Ja, also ich bin schon ein bisschen überrascht über das Ergebnis. Ich habe ja mich eingeschätzt mit 11 bis 12 km/h pro Stunde und bin jetzt doch bei 10,6 km/h. Ich fand es aber sehr spannend, gefunden, dass ich halt eher bei einem geringeren Tempo trainieren soll, um meinen Fettstoffwechsel auch ein bisschen mehr anzuregen. Ich denke, es ist ein gutes Ziel, jetzt, um dann in 3 Monaten auf die 11 bis 12 km/h aufzutrainieren.